Die vierte Folge von der neuesten Star Wars Serie Andor ist kürzlich erschienen und jetzt gibt es endlich meine Folgenanalyse zur Folge 4 von Andor. Alle wichtigen Easter Eggs, Details, Verweise und alles Wichtige rundherum Andor, sodass du die Serie besser verstehen wirst. Das alles in dieser Folgenanalyse von Episode 4. Fangen wir auf jeden Fall direkt an. Das erste, was ich mit euch zu Andor Folge 4 besprechen muss, sind natürlich die verschiedenen Easter Eggs und Querverweise auf Legends mit dem Charakter von Luthen Rayle. Denn Luthen ist irgendwie so unser Tor zu den verschiedensten Verweisen zu Star Wars Legends. Denn es gab in dieser Folge überraschenderweise sehr viele coole Verweise auf Legends und sehr viele coole Easter Eggs in den letzten paar Minuten, als wir Luthen gesehen haben in seinem Antiquitätenladen auf Coruscant. Ungefähr am Anfang der Folge sehen wir ja, dass Luthen und Andor eine neue Mission antreten, um den gesamten Quartalslohn von einem gesamten imperialen Sektor zu stehlen. Sie landen auf dem Planeten Aldani und dort lernt dann Andor erstmal diese Frau kennen. Ich habe ihren Namen leider vergessen, aber sie ist so die Leiterin von dieser Mission und Luthen ist sozusagen der Vorgesetzte. Wir sehen also, wie sie auf Aldani landen und bevor beide aus dem Schiff aussteigen, gibt Luthen Andor dieses kleine Ding hier und das ist natürlich ein Kyberkristall. Ein Kyberkristall oder Kyberkristall Style ist natürlich so das Ding, woraus Lichtschwerter wirklich bestehen. Die Farben, die Klingen, das alles ist auf jeden Fall die Basis für Kyber- oder Kyberkristalle, keine Ahnung. Und dieses Kyberkristall ist wirklich sehr, sehr interessant. Luthen sagt, dass dieses Kyberkristall aus der Zeit stammt, nachdem man die Herrschaft der sogenannten Rakatan zelebriert hat. Und als ich das gehört habe, habe ich es direkt verstanden. Ich habe recherchiert und ich war ziemlich stolz drauf. Die Rakatan sind eine ziemlich große Sache aus Star Wars Legends. Die Rakatan waren in Star Wars Legends und jetzt tatsächlich im Star Wars Kanon. Die Rakatan sind eine Rasse von Aliens in Star Wars, die vor hunderten, tausend Jahren geschafft haben, fast die gesamte Galaxis zu erobern. Sie waren wirklich revolutionär in ihrer Technologie. Sie waren wirklich absolut die krassesten, die es damals gab. Sie haben die Technologie für Hyperraumreisen entwickelt und sie waren auf jeden Fall Eroberer, die fast die gesamte Galaxis unterworfen haben. Aber dann wurden die Rakatan irgendwann besiegt und dieses Ding, dieses kleine Kristall, stammt aus der Zeit, nachdem man die Rakatan besiegt hat und diese Herrschaft beendet hat und das dann zelebriert hat. Genauso sagt es Luthen. Und die Rakatan sind auf jeden Fall diese Alienrasse aus Star Wars Legends, die jetzt zum Kanon gehören, was ich auf jeden Fall richtig, richtig cool finde. Was ich auch noch cool finde, sind die ganzen Easter Eggs in dem Antiquitätenladen von Luthen und die muss ich mit euch analysieren. Denn da gibt es auf jeden Fall auch sehr viele coole Sachen aus Star Wars Legends, die wir jetzt zum ersten Mal im Kanon sehen. Denn wir sehen ja ungefähr am Ende der Folge, wie Luthen auf Coruscant landet und sich dann mit Senatorin Mon Mothma trifft. Eine wirklich fantastische Sequenz. Wirklich meine Lieblingssequenz aus der gesamten Serie vielleicht sogar. Keine Ahnung. Ich liebe die beiden. Und wir sehen, dass Luthen sich so infiltriert hat. Also er hat so getan, als wäre er Teil der High Society. Er besitzt einen Antiquitätenladen und das ist nur eine Front für verschiedene Rebellaktivitäten mit Senatorin Mon Mothma. Und in diesem Antiquitätenladen sehen wir einige sehr, sehr coole Easter Eggs. Wie zum Beispiel einmal dieses schönes Schmuckstück und das ist ein sogenanntes Kalikori und die gehören den Twi'leks. Ja, ihr kennt alle die Twi'leks. Das ist die Spezies, wozu Hera Syndulla aus Star Wars Rebels gehört oder auch natürlich Ahsoka Tano. Und eine dieser Kalikori haben wir auch in Rebels gesehen als Teil der Syndulla-Familie. Diese Kalikori sind, ich sag mal, Schmuckstücke, bestehen aus diesen sehr kleinen Elementen und jede dieser Elemente, jede dieser kleinen Steine werden von Generation zu Generation hinzugefügt und diese Dinger zeigen sozusagen die gesamte Familie oder den gesamten Familienstammbaum von einer Familie der Twi'leks und das ist ein sogenanntes Kalikori, was auf jeden Fall aus der Heimat der Twi'leks stammt. Dann haben wir diese Rüstung, die sehr ähnlich aussieht wie eine Beskar-Rüstung der Mandalorianer, die ihr alle jetzt kennen solltet. Es sieht wirklich genauso aus wie die Rüstung von Jango Fett oder Mando zum Beispiel und es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wertvolle Rüstung der Mandalorianer. Dann bekommen wir wohl eins meiner absoluten Easter Eggs überhaupt und zwar diese Rüstung hier. Und am Anfang denkt man sich, okay, coole Rüstung, aber was soll das? Diese Rüstung, also besser gesagt, dieser Helm sieht wirklich 1:1 identisch so aus wie die Rüstung von Galen Merrick alias Starkiller aus Star Wars Legends. Starkiller war der
geheime Schüler von Darth Vader in Star Wars Legends in den Spielen Star Wars The Force Unleashed. Er war wirklich der Schüler von Darth Vader. Er ging dann auf die dunkle Seite und wurde zu einem sehr, sehr krassen Kämpfer und einem Sith Lord. Und Starkiller hat in Star Wars Legends in dem Spiel Force Unleashed genau so eine Rüstung. Also der Helm ist 1:1 identisch. Diese Stacheln da oben, keine Ahnung, was sie sein sollen. Aber die Rüstung, dieser Helm, dieser Anzug sieht wirklich sehr, sehr, sehr nach Starkiller aus Star Wars Legends aus, der geheime Schüler von Darth Vader. Und das finde ich richtig, richtig cool gemacht. Ich hoffe, das ist Starkillers Rüstung. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber wenn, ist es auf jeden Fall ein sehr cooler Querverweis auf Legends. Und nachdem wir dieses Ding mit den Rakatan und dem Kyberkristall bekommen haben, ist das natürlich auch noch ein richtig schöner Querverweis auf Star Wars Legends mit der Rüstung von Starkiller. Auf jeden Fall wirklich sehr, sehr coole Easter Eggs zum Analysieren. Und das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht zu recherchieren. Wirklich perfekte Platzierung von sehr coolen Easter Eggs aus Star Wars Legends, die jetzt zum Kanon gehören. Dann die nächste Frage, die ich mit euch besprechen muss, ist natürlich, wie es weitergehen wird in Folge 5. Denn Folge 4 war mal wieder eine ruhige Folge, aber es war auf jeden Fall nicht langweilig. Ich sage ja immer, langsam, aber nicht langweilig. Und diese Folge einmal beschreibt genau das. Es war wirklich eine Folge, die sehr viel aufgebaut hat und sich Zeit gelassen hat mit dem Aufbau. Und das fände ich richtig cool. Denn ich glaube, die nächsten paar Folgen, oder die nächste Folge zumindest, wird richtig, richtig geil. Wir haben in dieser Folge gesehen, wie die Mission auf Aldani aussehen wird, wie Andor mit anderen Rebellen versuchen wird, einen gesamten Quartalslohn von einem gesamten imperialen Sektor zu klauen. Wir wissen, wie die Mission ablaufen wird. Sie benutzen eine Art, ich glaube, das war ein Meteorenschauer oder Sternschauer, um ihre Deckung zu benutzen, um wegzufliegen mit dem Quartalslohn, was sie auch klauen werden. Und ich glaube, nächste Folge werden wir sehen, wie das alles stattfinden wird. Und es wird auf jeden Fall eine sehr actiongepackte, richtig, richtig geile Folge. Ähnlich wie Folge 3, aber ich glaube, noch krasser. Und darauf freue ich mich wirklich extrem. Aus den Trailern wissen wir schon ungefähr, wie es ablaufen könnte. Deswegen, ich will nichts spoilern, aber wir sehen verschiedene Shots von Andor und seinen Truppen, wie sie diese Mission unterlaufen oder wie sie einfach diese Mission überhaupt durchführen. Also werden wir wahrscheinlich nächste Folge sehen, wie das alles passieren wird. Also erwarte nächste Woche eine actiongepackte Episode mit sehr, sehr viel Thriller-Aspekten, was auf jeden Fall richtig geil sein wird. Aus den Trailern wissen wir auch schon, dass wir die Party von Mon Mothma sehen werden. Denn am Ende der Folge sehen wir ja, dass Mon Mothma und insbesondere ihr Mann eine Art Party oder Feier organisiert haben mit verschiedensten Politikern aus dem Imperialen Senat, die Mon Mothma überhaupt nicht leiden können. Und aus den Trailern sehen wir schon, dass wir diese Party, diese Feier sehen werden mit Mon Mothma, mit ihrem Mann und wahrscheinlich vielen anderen Politikern und Figuren aus dem Imperialen Senat. Also bin ich sehr, wirklich sehr gehypt auf die politische Front von dieser Serie, wie es mit Mon Mothma weitergehen wird, gespielt von der wunderbaren Genevieve O'Reilly und was wir auf jeden Fall auf der politischen Ebene im Imperialen Senat auf Coruscant sehen werden. Auf diese Story bin ich, glaube ich, sogar am meisten gehypt. Also erwartet auf jeden Fall sehr, sehr viel Politik, aber auch sehr viel Action auf beiden Fronten in Andor. Nächste Woche Mittwoch, da geht's weiter und ich bin sowas von hyped. Eine kurze Sache, die ich auch noch analysieren wollte, ist natürlich, was mit Cyril Khan passiert ist, denn wir sehen ja die ISB in dieser Folge, Imperial Security Bureau, und die sind sozusagen wie die FBI, vielleicht sogar KGB kann man fast schon sagen, vom Imperium, also wirklich Geheimagenten, die für das Imperium arbeiten, andere Völker, Länder oder politische Institutionen infiltrieren und für das Imperium arbeiten, also wirklich gefährliche Leute, und dort lernen wir die ISB-Agentin auf Coruscant kennen, mit dem Namen von Dedra Miro. Und ich muss sagen, diese gesamte Storyline auch mit ihr ist einfach nur fantastisch. Ich liebe es, wie Andor irgendwie 3 oder 4 verschiedene Stories gleichzeitig aufbaut, aber alle sind einfach richtig spannend und interessant. Und Dedra Miro ist auf jeden Fall einer der Hauptantagonisten in dieser Serie. Wir sehen auch in dieser Folge Cyril Khan, der Polizist von der Streitkräfteorganisation Preox Morlana. Wir sehen, wie diese gesamte Organisation Preox Morlana von der ISB und dem Imperium komplett übernommen wird. Also die Firma wird eigentlich aufgelöst und die ISB übernimmt die gesamte Sache und alle Mitglieder werden einfach entlassen oder einfach gefeuert. Cyril Khan geht dann zurück nach Hause, wird von seiner Mutter
Also er bekommt eine Backpfeife von seiner Mutter und wir sehen auf jeden Fall, dass Cyril Khan wirklich am Ende ist. Ich bin sehr gespannt, wie es mit ihm weitergehen wird und ob er sich irgendwie für das Imperium oder das ISB anmeldet. Aber für die nächsten Folgen ist Deetra Miro, diese Frau hier, unsere Hauptschurkin, unsere Hauptantagonistin, die auch auf die Rebellen Jagd machen möchte. Sie hat in dieser Folge erfahren, dass dieser NS9 Starpath, also dieses Werkzeug, was Andor geklaut hat, das hat sie jetzt erfahren und Andor hat dieses kleine Ding, diese kleine Box, diese Kiste von Deetra Miros Inspektion geklaut und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie Deetra Miro jetzt Jagd machen wird auf Cassian Andor, auf die Rebellen und was für eine Schurkenrolle sie in der Serie einnehmen wird. Also bleibt auf jeden Fall gespannt auf Mon Mothmas Storyline, auf Coruscant, auf Deetra Miros Storyline mit der ISB und natürlich auch auf Cassian Andor Storyline auf Aldani mit dieser richtig großen Mission in den nächsten Folgen von Andor. Leute, es erwartet uns einiges und ich bin sowas von gehypt. Und als letztes meine Review. Wie fand ich Andor Folge 4? Und Leute, was kann ich sagen? Also egal wie schlecht She-Hulk ist, genauso gut ist Andor. Das sind wirklich zwei verschiedene Enden des Spektrums. Und ich bin so glücklich, dass ich Andor mag. Wirklich von Folge zu Folge steigert sich das Ganze. Und ich liebe diese Serie über alles. Visuell, musikalisch, muss ich gar nicht mehr sagen. Es sieht fantastisch aus. Ich liebe Coruscant. Ich habe die Easter Eggs und Querverweise zu Star Wars Legends in dieser Folge als Fan richtig gemocht. Und natürlich auch die Performances, insbesondere Stellan Skarsgård als Luthen und Genevieve O'Reilly als Mon Mothma. Wirklich perfekte Castings und richtig gute Performances. Die Schauspieler liefern auf allen Ebenen ab. Und obwohl diese Folge etwas langsam war, fand ich sie überhaupt nicht langweilig. Es gab immer diese Spannung, die mich bis zum Ende hingetragen hat. Und das finde ich richtig gut. Ich liebe, wie die Serie verschiedene Storylines gleichzeitig aufbaut und nicht nur auf einem Planeten spielt. Es gibt auf jeden Fall sehr schöne Abwechslung mit den Sets und den Farben und den Locations und das sieht man. Die Serie sieht nach Qualität aus und das ist genau das, was wir von Star Wars jetzt brauchen. Ich liebe wirklich alles daran und deswegen gebe ich dieser Folge wieder mal eine 9 oder vielleicht sogar 9,5 von 10. Ich glaube, sie hat mir sogar am besten gefallen bisher von allen 4 Folgen. Ich weiß es noch nicht, aber wenn das Niveau so weitergehalten würde, wird Andor die beste Star Wars Serie bisher. Markiert euch meine Worte. Geile Folge. Ich bin extremst gehypt auf die Zukunft von dieser Serie und auf die kommenden Folgen in den nächsten Wochen. Was sagt ihr zu einer Folge 4? Liebt ihr die Folge genauso wie ich oder denkt ihr, dass die Folge einfach sau langweilig war? Eure Meinungen und Theorien zu Ansichten und zu Andor, zu den Star Wars Legends Easter Eggs und alles rundherum um Andor Folge 4 gerne jetzt in die Kommentare. Das war für dieses Mal. Macht's gut, euer Superlogie. Bis zum nächsten Mal und ciao.